Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und willkommen zur nächsten Folge von We Happy Few, Folge 78. Wir sind jetzt mit Olli unterwegs gewesen und haben ein bisschen gefarmt. Wir haben jetzt genug Materialien für Heilbalsam, medizinisches Balsam, um genau zu sein. Viel Honig, genug Spritzen für Glukosespritzen. Wir sind jetzt bereit, wieder zurückzugehen in die Stadt, gewappnet für alles, was kommt. Und mittlerweile sind wir auch wieder ein bisschen befreundet mit den ansässigen Dorfbewohnern oder Stadtbewohnern. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr seid dabei, was uns jetzt erwartet. Let's fucking do this. I'm so sorry, aber ich hatte einen Mittagsschlaf. Gute Nacht, ihr Lieben. Dann schlaf mal schön. Ach, ich hatte keinen, sorry, hatte keinen Mittagsschlaf. Schlaf schön. Nicht lang schnacken, ran an den Braten. Fox-Redewendungskünste 2023. Aufschreiben, Wolf, aufschreiben. Schlaf gut, Little Wormy. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wir sehen uns hoffentlich am Mittwoch. Wir würden uns sehr freuen. Little Wormy, gute Nacht. Mach's gut und viel Erfolg morgen. Lass dich nicht stressen. Bis dann. Tschaußen. Ja, das ist doch eine geile Redewendung, oder? Nicht lang schnacken, ran an den Braten. Der gefällt mir, den Dimper. Das ist so einfach, ohne groß zu überlegen, einfach sinnloses Zeug rausplappern. Kann ich am besten, gefällt mir. Hier sind auch noch Honignester. Gleich alle drei. Die nehmen wir alle mit. Danke, Leute. Euch auch später einen angenehmen Schlaf. Vielen Dank. Johnny Bolton Shop. Waren wir da schon mal? Und ein Apfelbaum. Apfelbaum ist eigentlich auch ganz gut, weil dann sparen wir Glukosespritzen, habe ich gerade gemerkt. Dass uns ein Apfel... Gut, Fruchtzucker natürlich. Ist ja klar, macht ja Sinn. Warum sich Spritzen reinballern, wenn man auch einfach einen Apfel essen kann? Deswegen gehen wir mal, wenn wir schon die Möglichkeit haben, uns den Apfelbaum zu schnappen. Ja, ja, ja. Ach so, das war das hier. Das war, ja, aber der hat doch keine Äpfel mehr. Oder vielleicht liegen da auf dem Boden Äpfel? Kommen dann vielleicht trotzdem, fallen da trotzdem noch Äpfel runter? Schauen wir mal. Nee, ist ja eigentlich ein Tatort. Da ist ja nichts. Kiste ist auch leer. Nee, 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 da wächst nichts mehr. Hier sind krude Dinge passiert. Hier passiert nichts mehr. Okay, dann gehen wir hier zu den Honigbienen. Wir nehmen alles mit, was geht. Lieber jetzt gewappnet sein für alles. Jetzt wahrscheinlich schon gemerkt, ich bereite immer sehr viel vor. Einfach für im Nachhinein. Ich bin niemand, der irgendwie, okay, jetzt brauchen wir es, jetzt müssen wir es herholen. Und das reicht halt für eine Session. Beim nächsten Mal müssen wir wieder den ganzen Weg. Nein, ich bereite immer alles vor. Das war auch bei gestern bei Song in the Smoke. Lieber bereite ich jetzt schon ein Werkzeug für die Zukunft vor, wenn mal eins ausgeht, dass ich schon den nächsten habe. Das ist einfach the way to go. Damit fahre ich ganz gut. Und deswegen tue ich das auch hier handhaben. Lieber jetzt ganz viel sammeln. Dann haben wir erstmal Ruhe für die gefühlten nächsten 50 Folgen. Nee. So krass, wie sein Blutzuckerspiegel am Rumflippen ist. So lange haben wir gar nicht irgendwie Zeit zu interagieren. Gott, was kommt jetzt hier für so richtig düstere Musik jetzt gerade? Was ist denn da los? Ach so, Zombies sind wieder unterwegs. It's Zombie Apocalypse Time. So, kommen sie. Einmal triggern. Und jetzt holen. Ach, Mann. Noch nicht weit genug gelaufen. Ach komm, ernsthaft jetzt. Ich bin doch jetzt weit genug weggelaufen. Wie schnell fliegen die? Ach, Mann. Kann ich jetzt denn... Ich glaube, ich brauche echt so ein Polsterdingens.
Polsteranzug. Nähzeug. Oh, wir brauchen ein Werk. Ein Werkdingens da. Wo haben wir das? Motillenpfütze, da, hier. Da müssen wir halt das jetzt erstmal holen. Führt keinen Weg drumherum. Ist vielleicht in der Nähe irgendwas. Hier ist auch eine Werkbank. Hier ist eine Werkbank. Okay, ganz in der Nähe. Dann sparen wir uns die Zeit mit dem Weglaufen. Ich hole mir jetzt einen Polsteranzug. Dann ist jetzt Babala hier. Ich habe jetzt genug hier von dem Bienenstress. Eigentlich hingehen. Zack. Bienenhonig holen. Fertig. Aus. So läuft der Hase hier. Brauchen wir den Nachtklee überhaupt noch? Weiß nicht. Wir nehmen es einfach mal mit. Was? What the hell? So, rein hier. Ah, dann können wir auch gleich hier den ganzen Mist boxieren. Kisten sind leer. Hier, Werkbank. Was? Ja gut. Why not? Dann haben wir es hier jetzt irgendwie aufgebaut. So, was haben wir hier? Polsteranzug. Na, wohl ja. Einer reicht doch. Habe ich jetzt, wie viel habe ich jetzt gebaut? Ah, ein, okay. Können wir noch irgendwas bauen, was irgendwie sinnvoll wäre für uns? Stahlkappen. Ja gut, die verbrauchen halt immer zu schnell. Leuchte, Reparaturset, Metallrohr. Brauchen wir alles gar nicht. Waffen. Stimmt, wir wollten doch eine Waffe craften. Und zwar hier den die keine Frage Axt oder den Spitfire. Den Spitfire. Bleirohr. Und ich habe alle Bleirohr weggeschickt. Bringt den Schmerz mit Nachdruck. Das ist ja mal nice. Och, man, hätte ich doch nicht die ganzen Bleirohre weggeschickt. Ja, vielleicht kommen wir irgendwann mal zu dem Genuss und können doch mal ein machen. Wenn wir ein Bleirohr bekommen. Craften können wir ein Bleirohr auch nicht. Wir hatten 3 Stück an der Zahl. Stellt euch das mal vor. 3 Bleirohre. Now tinkering, that's a thing I know. Okay. Gut. Lass mal's dunkel. Stört mich gar nicht, dass dunkel ist. So, also nochmal. Honig, Bienen, Nest. Du hast nichts gesehen. Ah, da ist hier dieses. Hoppala. Aua, lass mich mal ganz kurz. Hier, weil wir brauchen, ja, wenn wir hier jetzt zum Beispiel den, hab ich gerade gesehen, hier den Elektroschocker machen sollten, der braucht einen Jubble Activator. Der ist sogar besser. Nehmen wir, machen wir doch lieber, ja, aber Feuer ist halt schon nice. Das Spitfire fügt Brandschaden hinzu. Die mächtigste nicht tödliche Waffe. Ja, dann nehmen wir doch lieber sowas. Ah, falsche Taste. So, das da nehmen wir einmal und raus hier. Werde ich noch verfolgt? Jetzt nicht mehr. Ist er weg? Ja, ist weg. Gut. Polster. Ha! Ihr kennt mir gar nichts, ihr Bienen. Nummer 1. Hier, der nächste.
Das nächste Ziel. Verletzungen gegen Bienenstiche gehören jetzt der Vergangenheit an. Bin ich hier richtig? Ich glaube, ich bin hier falsch. Das ist der falsche Weg. Bienen ziehen weiter. Okay, sehr gut. Wo ist denn das jetzt? Innen drin. Im Gebäude innen drin, oder was? Nee, ach, außenrum. Okay, einmal außenrum laufen. Ist hier irgendwas noch? Leere Pillenflaschen. Wundbrandmedizin. Hier nix. Hier können wir Zeug... Was? Okay, das sind aber viele, viele Leuchten. Nee, 31 Nähzeug. Das ist ja echt ein Sammelsorium an Sachen. Aber nichts, was wir gebrauchen könnten. Feldflasche, ganz viele. Sandwiches, ganz viele. Nicht mal einen Apfel gibt es. Erste-Hilfe-Sets. Wie viel Geld haben wir denn eigentlich? 95 nur. Und wir können nichts verkaufen hier. Warum können wir nichts verkaufen? Achso, ist ja auch nur ein Automat zum Kaufen und nicht zum Verkaufen. Okay, macht Sinn. Medizinisches Balsam. Ja gut, dann machen wir wenigstens, dann kaufen wir uns... So, alles voll mit medizinischem Balsam. Man kann nie genug medizinisches Balsam haben. Ganz wichtig. Heilung, Gesundheit ist wichtig. Sollte an erster Stelle stehen. Der eigene Gesundheit. So, hier, nächster Bienenbaum. So. Und noch der letzte. Hier hinten. Und dann geht's jetzt mal zurück in die Stadt. Wir müssen es noch Tag werden lassen. Es ist erst 10 Uhr abends. Das heißt, wir müssten eigentlich eine Runde schlafen. Hier, schlafen. Perfekt, dann lassen wir es gleich Tag werden. Dann werden wir von der Polente nicht gejagt. A7 reicht. Ich weiß nicht, ob der Club ein Nachtclub ist. Wir werden es dann sehen. Ob wir da auch tagsüber in den Club können. Oder müssen wir nachts rein? Werden wir sehen, vielleicht müssen wir doch schlafen. Aber vielleicht haben wir Glück und wir können auch tagsüber in den Club rein. Ich meine, welcher Club, in welchen Club kann man tagsüber rein? Ist ja eigentlich, macht überhaupt keinen Sinn. Aber wir schauen einfach mal. So, genug Honig für ein ganzes Jahr. Glukose spritzen. Kurz aus dem Kampf raus. So. Und es fehlen uns Spritzen. Natürlich, wir haben alles Erdenkliche, nur keine Spritzen. Denn wo sollen die Spritze, das Glukosemittel hingehen ohne Behältnis? Das können wir nicht einfach so schnabulieren. Das muss ja irgendwo in einem Behältnis rein. Natürlich haben wir das nicht. War ja auch klar, dass irgendetwas wieder fehlt. Oh, nicht vergessen. Unser Dress zu tauschen. Jetzt haben wir gleich wieder die ganze Wut auf uns. Ja, sehr sogar. War sehr, sehr, sehr unterhaltsam. So, hier. Aus. Keine Ahnung, welches davon. Gehen wir einfach da. Einfach in die Richtung. Und schauen mal, was uns erwartet. Hier spritzen. Weil dich keiner mag, oder was? Kann ich gar nicht verstehen. Deine Tochter ist verstorben. Eigentlich sollte man es nachvollziehen können. Weshalb du so drauf warst. Aber die Leute können nicht logisch denken. Die sehen einfach nur das, was sie sehen möchten. Sie möchten vergessen, was passiert ist. Und möchten mit deinem Trauer nichts zu tun haben. Also, nehmen sie den einfachen Weg und, sind gegen dich. Anstatt sich mit der Trauer auseinanderzusetzen, mit der du konfrontiert warst. Hier ist noch ein Eimer. Vielleicht haben wir Glück. Glasflaschen! Mach doch aus Glasflaschen Spritzen! Nee, es funktioniert nicht. Oder mit...
Ist er? Doch, er ist Handwerker, aber er ist wahrscheinlich nicht filigran versiert, um aus aus Glasflaschen Spritzen herzustellen. Da hinten ist auch nochmal ein Eimer. Boah, jetzt haben wir so viel Zeug, aber viel zu wenig Spritzen. Das ist wieder so typisch. Und wie, jetzt finde ich keine Spritzen mehr. Super. Naja. Haben wir hier noch? Ne, das ist ein Briefkasten. Briefkasten ist nichts Besonderes. Da hinten ist wieder ein Eimer. Mich juckt es an den Fingern zu rennen, aber ich habe ja mittlerweile gelernt, dass man nicht spritzen darf. Nicht rennen darf. Spritzen darf man auch nicht in der Öffentlichkeit. Ist auch sehr verpönt. Was ist los? Ich habe doch gar nichts gemacht. Weil ich meine Joy nicht habe. Oh, Mann. Oh, und wieder die Gran ist hier am Rumschreien. Hört auf zu schreien. Schreien ist keine Lösung. Oh, Dreck. Oh, fuck. Hier. So. Was war denn jetzt schon wieder los? Ja, ich bin, glaube ich, zu nah. Ermorde sie alle. Die. Wäre eine Möglichkeit. Mittlerweile habe ich meine Wut ganz gut im Griff. Der Ragefuchs habe ich gut im Griff. Noch haben sie mich noch nicht so weit, dass ich mein Cricket-Schläger auspacke. So, beruhigen wir jetzt alle unsere Gemüter. So. Metallrohr. Nee, wir brauchen Bleirohr. Okay, ich habe vergessen. Abstand halten. Ist das Nonplusultra hier? Da, leere Spritze. Madame, ich möchte nur unauffällig an Ihnen vorbeilaufen. Ich möchte nichts von Ihnen tun. Noch mal eine leere Spritze. Sehr geil. So, wo ist jetzt unser Ziel? Hier. Aber wahrscheinlich auf der anderen Seite. Das auch noch mal Spritze? Nein. Einen großen Bogen um die Leute nehmen. Ich dachte, wir wären Freunde. Falsch gedacht. Mann, geben Sie mir doch jetzt einfach eine Spritze. Gott, ich höre mich an wie so ein Junkie. Oh, Blutzucker schon wieder. Oh, Granny, incoming. Nee, falsch. Ist das das Haus? Ah, ich glaube, da ist das Haus. Okay. Jetzt hier noch die Mülleimer checken. Nix. Warum rennt der? Gibt's noch einen? Wird hier noch einer verfolgt? Irgendwie bist du ein Junkie, wenn du ohne Spritze nicht überleben kannst, oder? Ja, irgendwie schon. So, kurz hier alles, ganz viele Balsam. Irgendwie ist es zu. Aber ich höre schon richtig interessante Musik daraus erklingen. Das könnte eine gute Zeit werden. No admittance. Oh, no admittance. Oliver Starkey, das sind doch wir. Eric Blair, Harry Pettigrew, Cliff Birthwhistle. Due to the incident in a Rose Garden. Was ist im Rose Garden passiert? Due to the incident in the Rose Garden.
Oh nein, können wir da gar nicht rein jetzt dann, oder was? Check Obinische Club. Was ist, wenn ich mein Maid-Outfit anziehe? Nee, macht keinen Unterschied. Im Rose Garden. Wo ist hier der Rose Garden? Was ist da passiert? Haben wir was kaputt gemacht? Oder war das... Das war jetzt nicht mit... Wo ist denn der Rose Garden? Schade, schade, schade. Oder ist es, kann man da nur nachts vielleicht rein? Ich glaube, man kann da nur nachts rein. Okay, haben wir hier in der Nähe irgendwas zum Schlafen? Einfach, ich gehe jetzt einfach in irgendein Haus rein und lege mich ins Bettchen. Funktioniert immer. Fremde Betten nutzen. Ich sorge auch immer wieder für Irritationen. Wenn Leute die ganzen Einstichnarben in den Armbeugen entdecken. Wenn die Leute ganze Ein... Bei wem jetzt? Wenn du die Einstichnadeln siehst, oder? Oder hast du Einstichnadeln? Oh, zwei leere Spritzen. Bei dir? Oh, warum hast du also viele Einstichnadeln? Ja gut, du musst es nicht sagen. Aber... ich höre schon raus, dass du es ein bisschen mit Humor nimmst. Dass du die Leute so ein bisschen verwirrst. Dass sie dann halt denken, oh, da pfeift sich was rein. Aber in Wirklichkeit... Es ist ja wegen was anderem. Langzeit-Antibiotika-Infusionen haben ihre Spuren hinterlassen. Ah, okay, verstehe. Antibiotika deswegen. Okay. Gut, wir schlafen. Wir machen es mal Nacht. Ab wann geht man so einen Club? Ja, so. Um 22 Uhr abends geht man schon mal langsam hin. So, ist jetzt dunkel, oder? Haha! Keiner hat was gemerkt. So, jetzt müssen wir es irgendwie hinbekommen. Unentdeckt da vorbeizukommen. Ich glaube, der untere Weg ist besser, auch wenn da eine Patrouille rumläuft. Die kommt jetzt gerade zurück. Vielleicht sieht die uns nicht. Hoffentlich. Komm, lauf weiter. Oh, jetzt läuft er zurück. Jetzt sind es gleich zwei. Voll die schöne Musik, die er pfeift. Jetzt hoffe ich mal, wir werden nicht gesehen. Das könnte funktionieren. Easy. Vorne und dann um die Ecke. Aber jetzt geht's dir ganz gut, oder? Brauchst du kein Antibiotika mehr. Mein Antibiotika ist auch... Ich meine, es ist ja schon gängig irgendwie, wenn man irgendwie... was hat, dann nimmt man Antibiotikum. Aber Langzeitantibiotika, das geht halt auch echt an die Nieren, glaube ich. Wie ist es zu? Ja toll, hat ja gar nichts gebracht hier. Komisch. Kenne ich vielleicht gar nicht rein. Hm. Wenn du malst, hat es ja wahrscheinlich abends offen gehabt. Hoppala.
Aber ist wahrscheinlich für uns nicht, momentan nicht erreichbar. Dann gehen wir zu dem oberen Haus. Ja, klar, überfallen halt einfach. Ja, ja, jetzt, genau. Habt ihr das gesehen? Boykottieren sie sich gegenseitig jetzt schon? Können wir hier rein? Können wahrscheinlich vom Hintereingang auch rein. Ich glaube, die schlafen noch nicht, oder? Oh, Thief natürlich ist auch in dem Randomizer drin. Eins meiner Lieblingsspiele. Auch das habe ich nie durchgespielt. Aber da kann ich echt mein kleptomanisches, meine kleptomanische Befriedigung ausleben. Freudenlosen-Detektor, ja, super. Ja, nehmen wir doch lieber den Haupteingang. Schön, schön Sachen von den Reichen klauen und sie dann teuer verkaufen. Ist genau mein Ding. Oh, jetzt höre ich raus. Das ist auch ein Freudendetektor. Nee. Kann man vergessen, da komme ich nicht rein. Was passiert, wenn ich da reingehe? Dann geht Alarm los, oder? Ja. Was habe ich auch erwartet, was passieren sollte? Na gut, dann gehen wir jetzt... Versuchen wir jetzt doch irgendwie... Hey, jetzt kommt da die ganze Mannschaft. Eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. So ein bisschen... Bisschen für Ablenkung sorgen hier. Eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Taktik gerade von mir gewesen. Wenn auch unbewusst. Schnell rein, schnell rein. Oh ja, komm, zwäng dich doch da durch, diesen kleinen... Ach, Mann. Geh halt von der Seite durch. Zieh mal den Bauch ein, dann kommst du auch durch. Kerle, hey. Mensch, Olli. Aber was ist im Rose Garden passiert? Ist es irgendwie, weil wir irgendwas gemacht haben und jetzt keinen Zugang mehr haben? Ich weiß es nicht. Aber warum ist dann der Marker immer noch drin? Der Questmarker ist halt immer noch drin gewesen. Normalerweise, wenn es jetzt gescheitert wäre, könnten wir da nicht rein. Keine Ahnung. Gibt's hier auch Spritzen? Ups. I hope I don't throw up. Aus Versehen. Okay. Können wir mal machen. Schön in den Boden von fremden Leuten Bröckeli machen. Können wir auf dem Sofa schlafen? Nee, nur sitzen. Wahrscheinlich schlafen die jetzt schon. Ja. Kann ich mich daneben legen? Das ist Badezimmer. Robinadel nehmen wir mal mit. Hier schläft der andere. In getrennten Betten schlafen die. Ja gut, vielleicht sind es auch Geschwister, die das Haus irgendwie übernommen haben. Vor allem er nimmt sich halt das Riesenbett. Oh, ein Safe. Boah, ich so ein Schocker. Nee, Zeug brauchen wir jetzt nicht. Oder obwohl, komm, nehmen wir's mit. Buchregal. Können wir ihn haltstellen? Gut. Haltstellen heißt ja bewusstlos machen, oder? Ja, er schläft nur. Bewusstlos. Ja,
Er hat zu viel getrunken und hat sich jetzt schlafen gelegt. Das passt. Und raus hier. Oh, könnte ein bisschen hoch sein. Ja, ein bisschen hoch. Wieder eine Glukosespritze. Ach, wieder. Ich bleib nie drauf. So, was machen wir mit der restlichen Zeit? Wir könnten jetzt den Passierschein abgeben. Das machen wir jetzt auch. Da langsam wieder Tag. Grannys sind auch wieder unterwegs. Das heißt, wir können hier auch und Locket hier rumlaufen. Aber nicht ver... Oh, oh, oh. Was? Granny! We must catch up sometime. Oh, die mögen mich schon wieder nicht. Okay, ganz blöd, ganz blöd. Das heißt, wir müssen wieder versuchen. Es sind nur die Grannys, die mich suspicious finden, glaube ich. Einfach mal ganz normal dran vorbeilaufen. Ganz normal dran vorbeilaufen, habe ich gesagt. Mann, ey. Kann man nicht mal hier in Ruhe hier durch die Städte bummeln? Immer diese Versicherungsvertreter, die irgendeinen was unter die Nase binden wollen. Kaufen Sie dies, kaufen Sie das. Brauche ich nicht. Aber Werbung ist sowieso jetzt wieder fällig. Starten wir kurz die Werbung und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, wieder zurück. So, jetzt also. Da müssen wir hin. Ein weiter Weg noch bis dorthin. In der Hoffnung, dass wir jetzt... Vielleicht haben wir das Falsche an. Nee, wir haben alles an, was wir anhaben sollten. Ach komm, ihr reckt mich doch alle auf hier. Das kann doch nicht sein, dass ich hier nicht normal hier laufen kann. Keine 5 Minuten oder keine 5 Sekunden und ich werde schon wieder angegraben hier. Ich will nichts von euch kaufen. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich hier in Ruhe durch die Gänge schlendern. Auch ich habe ein Recht. Ich habe da eine Daseinsberechtigung hier in dieser Gegend. Nur weil ich vielleicht ein bisschen komisch aussehe, heißt das nicht, dass ich... Aua! Dass ich hier nicht durchlaufen kann. Und meine Spritzen, die gehören alle mir. Vor allem du, Granny. Und du auch genauso. Immer am Rumschreien. Ihr geht mir alle auf die Nerven hier. Jedes Mal hier wegrennen müssen. Ey, gib dir gleich die Faust. Ja, zeigt alle mit dem Finger auf mich. Genau, das ist typisch euch hier. Ihr Snobs. Hier immer schön mit dem Finger auf Leute zeigen. Genau das könnt ihr. Abwarten. Es kommt alles wieder zurück. Karma strikes back. Ich sag's euch. Mann, ey. Mark Hint. Aua. So, ich gehe jetzt da rein. Ist mir egal. Ihr kennt mir gar nichts. Ach man, ich muss es erst. Ja, was machst du jetzt, hä? Hier, überspringen kannst du nicht. Oh, werfen kann er. Oh, oh. Aua! Joch, beruhig dich. So, jetzt kommt der Rage. Ja, also jetzt ist gut hier. Sag mal. Ganz ruhig hier. Hab die Schnauze voll. Willst du auch was? Komm. Kriegst du das von meinem Prügel? Halt bloß abschalten, ich sag das. Okay. So, was habt ihr jetzt davon? Was
Masse. Da ist eine Spritze. Eine Spritze. Ein Apfel, meine ich. Warum hat der Lockpicks? Nee, der hat Bobbypins. Der hat keine Dietriche, das sind einfach nur Bobbypins. Foxkalation. Ja. Also jetzt irgendwann mal ist auch hier gut. Alles nehmen. Immerhin haben wir ein paar Äpfel. Irgendwann mal ist es fast voll hier. So, können wir das hier? So, jetzt können wir hier durch. Hallo? Couldn't be better, thanks. I'm terribly sorry, sir. The executive committee have decided to close the parade of visitors for the duration. Duration of what? They neglected to specify, sir. But I have been specifically informed that it is unrelated to the dispersion of plague. So, you may put your mind at ease in that regard. Then how the fuck am I supposed to get to the parade, you bell-headed turd? Perhaps you can tunnel, sir. Good luck. For fuck's sake. It wasn't helping me anyways. Aren't there already tunnels? For the train tracks, oh sure, but there's no way past the hatch on the other side. Believe me, I've tried. Then how does the Mottlin get to the village from the mines on Appleholm? You're right. There must be tunnels. I've no idea where. Do I have to spell it out for you? Dr. Faraday! Oh, yes, she designed the Mottlin flow system. Oh, she's got to have the blueprints for the Mottlin tunnels. Bravo, Ollie. Na, danke. One day you'll meet me anymore. Don't you start talking nonsense, lassie. I'll go see Dr. Faraday. So the parade's locked up tighter than a vicar's bumhole. Lovely. But there's okay. The Mottlin tunnels. Dr. Faraday has to have a map. Maybe she'll let me make a copy. Gut. Das heißt, wo ist denn die jetzt schon wieder? Dr. Faraday. Dr. Faraday. Wohin? Da oben. Oh Mann. Jetzt sind wir umsonst hier den ganzen Weg gelaufen. Danke für gar nichts hier. Können wir außen rumlaufen? Wir können außen rumlaufen. Ja, sehr gut. Warum bin ich nicht... Das hätte ich eigentlich von Anfang an machen können, außen rumlaufen. Dann hätte ich mir das alles sparen können. Oh Mann, komm, da rennen wir jetzt hin. Er kann zwar nicht lange rennen, aber er kann rennen. Das ist die Hauptsache. Letztens hatte ich wieder irgendwie... den Gedanken, und da fällt mir noch was anderes ein. Ich hätte mal wieder Bock auf RimWorld. Aber ich habe noch keinen Punkt gefunden, wie ich das in den Stream einbinden soll. Weil RimWorld ist ja eigentlich auch eher was Gemütliches. Man kann da vielleicht so die Community ein bisschen mitwirken lassen. Aber da braucht es halt schon ein paar Leute. Weil meine Vision ist irgendwie... RimWorld ist ja für mich so eine Überlebenssimulation. Und dann würde ich das toll finden, so Sims-mäßig, nur halt ein bisschen krasser überleben. Und dann möchte ich gerne bei RimWorld auch Leute hinzufügen, so ein bisschen mit Humor, wie die interagieren, auch die quasi die Charakterzüge irgendwie hinzufügen. Ich weiß noch nicht wie. Klar, man kann von Anfang an schon Leute hinzufügen. Oder man sagt irgendwie, man gibt der Community irgendwie die Möglichkeit, über den Verlauf abzustimmen. Müsste ich mir noch überlegen. Des Weiteren habe ich mir überlegt, ich habe mir heute bei der Arbeit die Bereitschaftsräume angeschaut. Ziemlich gemütlich und die Bereitschaftsdienste sind auch gar nicht mal so krass dort. Also es ist eher, man verbringt eher die Zeit im Zimmer als auf der Arbeit. Im Bereitschaftsdienst. So, dann ist halt die Frage. Careful. You know how there's all that joy gas in there? It's going to make you throw up. You better wear a gas mask. You know okay. What joy does to you.
Ja. Muss ich ein Bröckerli machen. Ist halt die Frage, was mache ich in der Zeit, wenn ich Bereitschaftsdienst habe? Ich habe ja keine Switch mehr. In der Zeit könnte ich doch produktiv sein und vielleicht ein paar Highlights machen. Aber dafür müsste ich mir wahrscheinlich wieder einen Laptop holen. Das ist halt die Frage. Ja, aber es sind alles Dinge, über die kann ich mir in einem Monat noch Gedanken machen. Vorerst werde ich ja sowieso erstmal keine Bereitschaftsdienste machen. Muss mich erstmal dort auskennen. Haben wir eine Pille? Um Freude. Nee, wir haben nur Freudenpille. Wir müssen da durch. Können wir was craften? Ich glaube, die ist gar nicht mal so gut. Nee, er kann ja gar nichts. Und da war irgendwas. Also da klemmt die Tür. Nicht mehr nur bis März oder so. Ja, die ist bis März, aber vielleicht die. Ich denke mal. Meistens also ist es so, dass ich so kurze Einsätze habe, um erstmal sich kennenzulernen. Weil es könnte ja auch sein, dass mir es nicht gefällt. Dann macht es ja keinen Sinn, einen längeren Zeitraum zu vereinbaren, wenn es mir da eigentlich gar nicht gefällt. Und Bedarf ist auf jeden Fall da. Die haben mega Personalmangel. Und ich bin nicht der Einzige von meiner Agentur dort. Also zum ersten Mal sind mehrere von meiner Agentur an einem Ort beschäftigt. Also auch mal ganz gut, meine eigentlichen Arbeitsagenturkollegen mal kennenzulernen. Und da ist halt die Wahrscheinlichkeit schon recht hoch, dass man vielleicht im März dann sagt so, hast du Bock, Interesse wäre von beiden Seiten vielleicht da, länger dort zu arbeiten, weil einfach von heute auf morgen wird ja jetzt kein Personal kommen. Deswegen könnte schon sein, wenn ich da gut eingearbeitet bin, ist sie wahrscheinlich auch ganz gut, vor allem wenn ich Bereitschaftsdienste mache. Ist jetzt eigentlich nicht selbstverständlich, dass die Leute, die eine Wahl haben, dass sie sich entscheiden, Bereitschaftsdienste zu machen. Deswegen kam das sehr gut an, als ich gesagt habe, so ich wäre auch bereit, Bereitschaftsdienste zu machen, dass ich da durchaus vielleicht länger dort eingesetzt werde. Und wenn es echt mega angenehm ist, dort zu arbeiten, dann why not? Dann würde ich auch mehrere Bereitschaftsdienste machen an Tagen, wo ich zum Beispiel nicht streame. Dann hätte ich am Tag darauf frei automatisch. Wenn ich dann eine gewisse Zeit dort arbeite, muss ich ja automatisch auch frei haben am nächsten Tag. Kann ja nicht direkt dann den nächsten Dienst machen. Das wäre dann, so wie dies dann meine Voraussetzung ist, an Nicht-Stream-Tagen dann meine Dienste zu machen. Und quasi der Stream-Tag ist dann quasi mein freier Tag. Und deswegen würde sich das dann schon rentieren, längerfristig sich zu überlegen, was mache ich dort. Ich habe zwar einen Fernseher dort, aber ich möchte ja meistens dann die Zeit produktiv nutzen. Oh, wir müssen die Folge eigentlich beenden. Produktiv nutzen. Warum kann ich hier nicht speichern? Hier kann ich speichern. Deswegen mal gucken. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Während der Bereitschaftszeit zu streamen war auch so mein Gedanke, aber das kann man eigentlich vergessen. Ich weiß nie, wann ich angerufen werde. Ist ja eigentlich blöd während dem Stream und dann habe ich auch gar nicht groß Zeit. Dann muss ich halt direkt los. Notfälle gibt es ganz selten und wenn dann auch geplante Notfälle, sage ich mal. Aber trotzdem, das ist mir dann doch ein bisschen zu stressig. Während der Bereitschaftszeit zu streamen, da habe ich auch kein Equipment dafür. Und das wäre jetzt auch aufwendig und unsinnig, da jetzt groß was vorzubereiten. Gut, wir beenden die Folge jetzt hier. Dann war's das für heute. Wir sehen uns Mittwoch erst wieder. End the episode. So, alles umsonst hier gewesen, den ganzen Weg. Trotzdem haben wir genug Materialien, aber wir müssen jetzt doch wieder zu der gut und allseits bekannten Dr. Faraday irgendwie hinkommen. Ja, wie kommen wir denn hin? Irgendwie muss ich, glaube ich, doch eine Freudenpille nehmen. Ich weiß nicht. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Spätestens am Mittwoch geht's dann weiter. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Okay, Claire macht Faxen. Fox out. Fox out. Fox out. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.